Die friedliche Revolution ist, wenn man das aus heutiger Perspektive oder überhaupt aus geschichtlicher Perspektive sieht, natürlich ein einzigartiges Erlebnis. Einzigartig, weil in diesen Tagen kein Mensch zu leben, ums Leben gekommen ist, umgebracht wurde, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Und das ist nach meinem Wissen geschichtlich einmalig, ne? Und dass auf beiden Seiten dann am Ende doch Kräfte sich durchgesetzt haben, dass die Artikulation von des Volkes willen passieren konnte. Es waren keine homogenen Gruppen und insofern waren die Proteste auch nicht eindeutig für die SED-Führung wahrnehmbar, sondern es waren unterschiedlichste Kräfte, unterschiedliche Gruppierungen, die miteinander gar nicht viel zu tun haben, hatten, aber die in ihrer Summe dann offensichtlich so ein, unberechenbares Phänomen geworden sind, dass man nicht mehr richtig wusste, wie man darauf reagieren konnte. Ne? Ich komme aus einem christlichen Haus. Mein Vater war Handwerker gewesen, meine Mutter Hausfrau, also schon ein Berufsbild, was so in der DDR nicht mehr selbstverständlich war. Und bei uns zu Hause wurde ein offenes Wort geführt über politische Dinge, politische Themen. Ich bin durch einen großen Rückhalt bei meinen Eltern immer in der Situation gewesen, dass wenn ich mich doch weiter vorgewagt hatte in der Schule bei Diskussionen, dass sie dann hundertprozentig hinter mir standen. Denn dass es mit der DDR nicht stimmt, das habe ich schon in der zweiten Klasse erfahren. Ich ging damals in die Christenlehre und dann kam irgendwann mal in der Schule der Direktor rein und sagte so, jetzt stehen mal alle diejenigen auf, die in die Christenlehre gingen. Da waren das in unserer Klasse damals 4 oder 5 Personen. Und da sagt er so, die anderen dürfen die jetzt mal auslachen, weil die etwas tun, was völlig unsinnig ist. Und solche und ähnliche Erlebnisse führten bei mir nicht dazu, dass ich eingeschüchtert wurde, sondern dass mein Selbstbewusstsein eigentlich wuchs. Insbesondere im kirchlichen Raum bin ich auf kleine Gruppierungen gestoßen, im Bereich der Jugendarbeit, junge Gemeinde, in denen wir sehr früh angefangen haben, über Bücher zu reden, die in der DDR nicht auf der Tagesordnung standen. Und da waren mir die junge Gemeinde und ihre Gruppen sozusagen eine Basis, über die nicht viele verfügten, wo wir ungeschützt, wo wir ein geschützter Raum, in dem wir reden konnten, in dem wir uns auch eine Meinung bilden konnten und Meinung artikulieren konnten. Und in diesem Bewusstsein hatten wir dann in den 70er Jahren, in den 80er Jahren viele Treffen mit Leuten aus dem Gleichgesinnten, aus dem östlichen, aus dem westlichen Ausland. Es entstanden dann so eine sogenannten mobilen Friedensseminare. Das waren Gruppierungen in den 80er Jahren, die sich in den Sommermonaten hier trafen, in der Regel in verschiedenen Pfarrhäusern. Und da waren da Leute dabei aus Berlin, aus Polen, aus der Tschechoslowakei, aus den Niederlanden, natürlich aus der Bundesrepublik auch. Und in diesen Gruppen tauschte man sich aus und das war dann auch wieder eine wechselseitige Versicherung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, und von daher führte dann mein Weg direkt in die unmittelbare Beteiligung bei der friedlichen Revolution. Die Kommunalwahlen, ich glaube, die waren 1989 gewesen, die manipuliert wurden. Es gab also mittlerweile Gruppierungen
in mittleren oder größeren Städten, die dann bei der Auszählung in alle Wahllokale gegangen sind und Strichlisten mitgeführt haben über die entsprechenden Stimmen, Ja, Nein, Enthaltung. Und wenn man die von den Bürgergruppen aufgelisteten Stimmen oder Gegenstimmen zusammenzählte, waren das deutlich mehr als in der Zeitung angegeben worden. Das heißt, es lag dann auf der Hand, dass diese Kommunalwahlen manipuliert waren. Überrascht hat es sicherlich nicht, aber es war jetzt augenscheinlich. Man konnte das mit Zahlen belegen. Vorher konnte man sagen, okay, 99,9%, das hat keiner geglaubt. Aber nun hatten sie in den einzelnen Wahlbezirken, in den einzelnen Wahllokalen die Stimmen selber zusammengezählt und konnten nun sagen, hier, wir haben andere Zahlen und die können wir belegen. Und wir haben jetzt auch keine Angst mehr, dies zu belegen. Und das waren meines Erachtens dann doch eine größere Anzahl von Städten, sodass da die Staatssicherheit und auch Polizei das nicht mehr wusste, wie sie das sozusagen unter Kontrolle kriegen konnte. Damit war ein Potenzial da, ein Artikulationspotenzial, dass man sagen kann, diese Regierung lügt. Das war vorher so nicht sagbar. Das haben natürlich Leute früher auch schon gesagt, aber die wurden gleich weggefangen. Das war in dieser Form jetzt so nicht mehr möglich. Die Zahl der Themen, zu denen sich engagierte Bürgerinnen und Bürger zu Wort meldeten, wurde größer. Sie bezog sich nicht mehr nur auf allgemeinpolitische Dinge wie Meinungsfreiheit, sondern oft auch sehr, sehr konkrete Dinge. Weil in den einzelnen Städten, aufgrund des Wohnungsmangels, der ja permanent in der gesamten DDR-Geschichte war, es wurde zwar wahnsinnig viel gebaut, aber es wurde auch sehr viel überhaupt nicht gepflegt über Jahrzehnte und verfiel, sodass die Wohnungsknappheit wuchs. Und oft war dann der Protest nicht in erster Linie gegen den DDR-Staat, sondern es war sozusagen indirekt ein Protest gegen den Staat, weil man gesagt hat, wir kämpfen für den Erhalt dieses Hauses. Und so kam ein Thema zum anderen, an denen sich Bürger zu Wort meldeten. Und das wurde eben sehr unüberschaubar und so vielfältig, dass man nicht mehr wusste, wie man darauf reagieren könnte. Und die SED war natürlich auch verantwortlich. Da wurden doch die Entscheidungen getroffen zum Mauerbau, zum Häftlingsfreikauf, zu allen gravierenden Themen hatte die SED das Meinungs- und das Machtmonopol. Die SED hat sich der Stasi bedient und Leute, die sich dann nicht konform verhalten hatten, wurden entsprechend diszipliniert. Aber es ist im Zuge der Wende Herrn Modrow gelungen, dass er die Verantwortung von der SED umgeleitet hat auf die Stasi. Aber das Unrecht ging von der SED aus. Innerhalb der DDR war mein Ziel immer, dass es Artikulation von Meinungen geben muss. Auch von Meinungen, die unterschiedlicher Art sind. Dass man auch sprechen kann, was man denkt und dass man darüber in einen Kommunikationsprozess kommt, der weiterführt. Mir war immer daran gelegen, dass man über Gespräche die DDR verändert. Dass man sie offener gestaltet, dass man sie vielschichtiger gestaltet. Was für die Gegenseite natürlich nicht ging. Und wenn die DDR noch ein Jahr, anderthalb Jahre weiter existiert hätte, wäre ich ins Gefängnis gekommen. Also ich war dann ab Anfang der 89, des Jahres 89 in der Situation, dass zunächst eine operative Akte angelegt wurde, eine operative Personenkontrolle und dann im Juni ein Operativplan, der dann genau vorsah, Körner zu beobachten, zu folgenden Themen, die sind in meiner Stasi-Akte genau aufgelistet, um dann entsprechend zugreifen zu können.
Also es gab in Halle in der Studentengemeinde im August, oder war das im Juni, ich weiß nicht, ich glaube im Juni 1989, bei dem Studentenprotest in China, als sie blutig niedergeschlagen wurden, hatten wir eine Versammlung gehabt innerhalb der Studentengemeinde. Ich hatte einen Text vorbereitet, den ich dort vorstellte. Und um die Studenten zu schützen, haben wir natürlich nicht einzelne Studenten unterschreiben lassen, sondern der Text wurde diskutiert und mit meinem Namen draußen an die Tür der evangelischen Studentengemeinde, an die Straßentür angeschlagen. Das sind Äußerungsformen, zu denen ich dann damals schon bereit war. Und wenn man das jetzt mit den Gesetzen der DDR misst, dann wäre eine Beurteilung der chinesischen Politik in Bezug auf die Studenten dort, das wäre eine Diffamierung eines sozialistischen Bruderstaates gewesen, es wäre eine Diffamierung der herrschenden Meinung gewesen. Es hätte also ausgereicht. Und in anderen Zeiten, 20 Jahre vorher, sind Leute wegen viel weniger Äußerungen eingesperrt worden. Ich kann heute sagen, dass ich mich nicht hätte freikaufen lassen vom Westen, sondern ich hätte im Gefängnis ausgeharrt und wäre wieder zurückgekommen. Und das hätte mich, sofern mich diese Haft nicht gebrochen hätte, man weiß nie, wie man da rausgekommen wäre, aber hätte es mich bestärkt, weiterzumachen. Es war mir nicht so bewusst, wie dicht ich an der Verhaftung stand. Aber es ging nicht anders. Es war für mich nicht mehr möglich, sozusagen ein oder zwei Schritte zurückzugehen und sich nicht zu artikulieren. Also ich bin diesen Weg nicht bewusst in Richtung Stasi-Knast gegangen, dass ich das provoziert hätte. Aber es war mir auch aus Gründen der Selbstachtung nicht mehr möglich, mich zurückzuhalten. Um mich hatte ich keine Angst. Ich hätte wahrscheinlich in solcher Situation Angst gekriegt, wenn ich wahrgenommen hätte, dass dann die Stasi in Form von Sippenhaft meine Kinder oder meine Frau oder meine Familie bedrängt. Das hätte mir zu schaffen gemacht. Und da hätte ich vielleicht auch Angst gehabt. Aber das habe ich nicht so wahrgenommen. Aber ein innerer Kern, da auch Konsequenzen auf sich zu nehmen, der war schon da gewesen, eine Bereitschaft dazu. Und als es dann ins Rutschen kam, gehörte ich schon zu denjenigen, die dann am Tage des Mauerfalls sich auf der einen Seite riesig gefreut haben, aber auf der anderen Seite dann auch betroffen dasaßen und sich fragten, ja, was kommt nun? Ne? Durch die Veränderung der Stimmungslage, auch bei den großen Demonstrationen, auf einmal völlig andere Themen in den Mittelpunkt kamen. Das heißt, die Demonstrationen, diese berühmten Montagsdemonstrationen, begannen mit dem Slogan: Wir sind das Volk, und wurden dann sehr schnell zu dem Thema: Wir sind ein Volk. Und damit war die Frage nach der Veränderung der DDR weg. Die Leute wollten, dass die Mauer wegkommt, die wollten die D-Mark haben, die wollten reisen, und zwar nach Möglichkeit sofort. Und diejenigen, die an einer Weiterexistenz der DDR ernsthaftes Interesse hatten, ich meine jetzt nicht die Staatsführung, sondern diejenigen, die sozusagen in diesem jahrelangen oder teilweise jahrzehntelangen Diskurs waren und hier auch bereit zum Gespräch waren, die wurden einfach überrannt. Und es hätten wahrscheinlich scharenweise Zehntausende, Hunderttausende sich ins Auto gesetzt, werden einfach nach dem Westen gefahren und hätten gesagt: So, hier bin ich, jetzt macht was mit mir, wenn es noch eine DDR länger gegeben hätte. Also insofern war dieses Datum, war diese Zeit, war auch diese Rasanz der Ereignisse
dann auch auf der einen Seite befreiend, auf der anderen Seite auch bedrückend. Weil diese Kräfte, die da auf einmal da an die Tagesordnung kamen, nicht mehr die waren, die zu mir gehörten. Also im Oktober 1989 hatte ich unter den Augen der Stasi die damalige SDP mitgegründet. Dann war aber schon ein länger anberaumter Rückzug nach Mecklenburg-Vorpommern geplant, Anfang 1990. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, hier in Neustrelitz auch Pfarrer zu werden, aber nach der Wende wollte ich das auf einmal nicht mehr. Meine Frau wollte es, sie ist dann auch dabei geblieben. Ich habe nach anderen Tätigkeitsfeldern Ausschau gehalten. Und auf einmal war die Situation, dass nachdem die SPD im Landkreis Neustrelitz die Kommunalwahlen gewonnen hatte, saßen wir zusammen in einem kleinen Kreis und im Gegensatz zu heute, wo sich doch viele für solche Positionen melden, gingen dann eher die Köpfe runter. Wer macht sie nun? Und dann hieß es, du hast angefangen, ne? Jetzt musst du weitermachen. Insofern wurde ich dann innerhalb kürzester Zeit, ohne Vorbereitung, Landrat. Und bei der nächsten Wahl bin ich wieder angetreten, da gab es eine Gebietsreform. Und bei dieser nächsten Wahl bin ich in schwieriges politisches Fahrwasser gekommen. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis. Ich hatte mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen bei der Wahl gekriegt. Und nun hatten wir in dem neuen Kreistag drei Fraktionen, die CDU, die SPD und die Linke. Und die Linke hat signalisiert, dass sie mich mitwählen würden. Ich hatte aber das Problem, dass in der damaligen Fraktion der Linken, die hieß dann glaube ich noch SED-PDS, sie hieß glaube ich noch nicht Linke, in dieser Fraktion waren zwei ehemalige Staatsanwälte, die nun gar nicht zu meiner Biografie passten. Und ich habe tagelang mit mir gerungen, kann ich mich von diesen Personen, die wirklich auch im System der DDR einen festen Platz hatten, wählen lassen, auch wenn sie jetzt durch eine demokratische Wahl im Kreistag saßen. Und ich war mehrere Tage völlig uneins mit mir, ob das geht oder nicht geht. Und am Ende habe ich für mich entschieden, in einer etwas chaotischen Art, ohne meine SPD-Leute da einzubeziehen, das ist heute sich ein Riesenfehler, dass ich das nicht mache, und habe das ganz kurzfristig vor dem Kreistag, der die Entscheidung dazu treffen sollte, meiner eigenen Fraktion mitgeteilt und habe dann gesagt, wenn ich mehr Stimmen kriege als SPD und PDS zusammen, das heißt, wenn mich auch CDU-Leute mitwählen, dann nehme ich die Wahl an. Das war aus heutiger Sicht ziemlich naiv. Aber ich dachte, ich habe keinen schlechten Job gemacht, viele Leute haben mich gewählt. Und auch einige von den CDU-Leuten, die mich als Neustrelitzer Landrat kannten, würden mich wieder wählen. Denn durch die Gebietsreform gab es natürlich auch Personen, die man nicht kannte. Aber dann hatte ich genauso viele Stimmen wie SPD und PDS zusammen. Das hätte gereicht für den Landrat und die Wahl habe ich da nicht angenommen. Ne? Und das hat natürlich heftige Turbulenzen ausgelöst. Aber es war für mich völlig unmöglich, mich von ehemaligen Staatsanwälten wählen zu lassen. Wenn dann einer aus meiner eigenen Biografie, der mittlerweile auch im Stasi-Knast gesessen hat, zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, pass auf, ich habe gesessen und du hast dich von dem, der mich verurteilt hat, wählen lassen, das wäre für mich hätte mich zerrissen. Von daher gibt es schon eine direkte Linie zu meinem aufmüpfigen, / politischen Engagement in der DDR, die dann auch dazu führte, dass jetzt nach der Wende ich auch politische Verantwortung gesucht und übernommen habe.